Herzlich willkommen bei Pogunke Fotohilfes kurzer Videovorstellung der Toolbar Creator Software. Diese ist für mich die optimale Lösung bei Tablet-PCs zur Nutzung von Tastaturbefehlen, auch Shortcuts genannt. Windows-Tablet-PCs mit ihrer Touch-, Gesten- und Stiftverwendung revolutionieren geradezu die Bedienung von immer mehr Anwendungen. Einziges Manko? Wie verwende ich weiterhin die vielen genialen Anwendungs-Shortcuts, wenn ich im Tablet- oder Tent-Modus keine Tastatur nutzen kann oder will? In diesem Video zeige ich eine von mir empfohlene Lösung anhand der Bildbearbeitung mit Adobe Lightroom Classic. So, ich bin nun in Lightroom im Entwickeln-Modul und für euch die beiden Touch-Bedienfelder, die ich mit dem einfachen Anklicken auf die Taskleiste öffne, nun vor. Die habe ich speziell für Lightroom konfiguriert. Ihr könntet jederzeit diese Konfiguration anpassen, mehr Tasten, weniger Tasten dort realisieren, andere Icons, andere Shortcuts hinterlegen. Sei völlig euch freigestellt. Ich habe die beiden Touch-Bedienleisten so konfiguriert, dass sie optimal im Vollbild, also in der Vollbildansicht von Lightroom, diesen schwarzen freien Raum hier ausfüllen. Hier seht ihr, wie einfach man diese Touch-Bedienleisten verschieben kann. Durch hier diesen Touch-Key oben links bei beiden Bedienleisten, wenn man auf den grünen Pfeil klickt, kann man die beiden Touch-Bedien-Panels minimieren, sodass ihr den Platz für andere Dinge nutzen könnt. So, ein Foto markiere ich ganz einfach, indem ich hier auf diese Touch-Key drücke. Hier rechts könnte ich ein Foto abwählen. Ich habe auch so konfiguriert, dass es automatisch weiterschaltet. Die normale Navigation, Fotos wechseln, erfolgt hier über diese Pfeile beispielsweise. Kann ich so nutzen. Über diesen Button kann ich die Grid-Ansicht anwählen, die Einzelansicht oder zurück wieder in Entwickeln-Modus oder auch in den Map-Modus wählen. Hier drüber kann ich die Leertaste, Shift-Taste, Kontrolltaste oder Alt-Taste aktivieren. Verschiedenste Ansichtvarianten habe ich hinterlegt, als auch alle Fotos im Filmstreifen anzuwählen oder zurückzuspringen auf das aktive Bedienpanels, ein Ausblenden, Filmstreifen, ein Ausblenden. Ihr seht, wie toll sich hier Funktionen realisieren lassen und wie intuitiv zu bedienen. Und ich muss mir auch nicht merken, wo sich was, wo ich was wie konfiguriert habe. Ich denke, die Icons und die Beschriftung ist wirklich sehr sprechend. Selbsterklärend. Hier rechts habe ich hauptsächlich Funktionen hinterlegt zum Ändern, Editieren von Fotos, wie jetzt beispielsweise, wenn wir bei einem Foto sind, Autotonwertkorrektur einzustellen oder auch einen automatischen Weißabgleich vorzunehmen oder auch das Foto zu beschneiden. Das wäre jetzt auch mit einem Finger viel einfacher, intuitiver und schneller als jetzt mit der Maus. Voilà, jetzt bin ich fertig, würde jetzt beispielsweise das Foto auswählen und weiterschalten. Bei den nächsten vier Fotos bin ich mir so in der Ansicht nicht sicher, welches das Beste ist, welches ich wählen möchte. Kann hierüber die Shift-Taste aktivieren. Sie bleibt so lange aktiviert, bis ich wieder hier diese Shift-Taste wähle. So. Habe ich jetzt alle gewählt und wechsle rüber in eine Vergleichsansicht, wo ich alle vier Fotos sehe, blende kurz dieses Bedienpanel aus und kann jetzt hier rüber beispielsweise Fotos abwählen, wo ich das Gefühl habe, die gefallen mir jetzt hier doch nicht so, wie beispielsweise die beiden. Es bleiben jetzt noch übrig, wechsle in die Compare-Ansicht, gehe dort jetzt in eine 1:1 Darstellung über. Ups, habe aus Versehen doppelt geklickt. Um jetzt die Fotos genau zu vergleichen, welches eine bessere Schärfe hat. Ich denke, das rechte sieht man sofort. Wähle das linke Foto ab, gehe wieder ins Entwickeln-Modul, aktuelles Foto und kann jetzt hierüber ganz schnell das Foto soweit mit automatischen Vorgaben ausbelichten und korrigieren. Ihr seht, wie einfach und intuitiv das funktioniert. Ich kann das jetzt hier beispielsweise auch eine beliebte Arbeitsweise demonstrieren hier, wenn ich Fotos, mehrere Fotos auf einen Schlag entwickeln möchte, korrigieren möchte. Ihr seht es hier jetzt gleich unten in dem Filmstreifen, wie sich das verhält und wie die Fotos nachbelichtet werden, korrigiert werden. Ihr seht, wie mächtig
die Bedienmöglichkeit ist. Und ich denke, es ist ein wirklich sehr guter Ersatz, wann immer ihr liebäugelt mit einem Tablet-PC, um ihn nur noch mit Touch und Stift zu nutzen, keine Tastatur mehr anwenden möchtet, aber doch Shortcuts nutzen möchtet, denke ich, es ist eine hervorragende Lösung, sodass ihr viel Spaß habt mit euren Tablet-PCs und es eine echt runde Sache ist. Mit der Freeware Toolbar Creator wurden diese beiden Touch-Bedienleisten geschaffen, die sich optimal in die ungenutzten Flächen der Lightroom-Oberfläche integrieren lassen. Die Bedienleisten lassen sich bei Bedarf in der Größe anpassen, sind frei konfigurierbar, leicht verschiebbar, können bei Bedarf zugeklappt werden und sind dank Klingenderbeschriftung und Icons in der Verwendung intuitiv und selbsterklärend. Pro Applikation können verschiedene Bedienleisten selbst konfiguriert und verwendet werden.